Okay, da sind wir wieder. Willkommen bei den Dysons. Wir sind 7 Schweizer Nerds, die zusammen mit Drachen, Dämonen und der deutschen Sprache kämpfen. Hier mit mir am Tisch Martina, Vanessa, den Julian, Kevin, Mira und Pascal. Mein Name ist Nicolas. Wir können endlich aufnehmen, nachdem wir ein bisschen Verzögerung hatten wegen Corona. Können wir jetzt endlich loslegen, wir können filmen. Aber davor, Kevin, ein Announcement. Wir haben einen Partner, und zwar Swiss RPG. Ihr hört richtig, Swiss RPG. Swiss RPG ist der größte Verband rund ums Thema RPG aller Arten der Schweiz. Ihr findet sie im Internet auf ihrer Internetseite und natürlich auf Discord. Dort könnt ihr Spiele organisieren oder Gruppen finden, wo ihr zusammen spielen könnt. Ja, geht da mal drauf. Einige von euch kamen vielleicht sogar von da, weil da gab es schon ein Announcement. Gibt da hier irgendwo einen Link? Richtig, irgendwo. Unten oben, links und rechts. Gut, dann wollen wir ohne weiteres wieder eintauchen in eine Welt von Drachen und Verlies. Willkommen auf dem Kontinent Orion, der Heimat von unzähligen fantastischen Völkern und verschiedenen Wesen. Der fruchtbare Boden dieser Landmasse diente gemäß den Aufzeichnungen der Gelehrten bereits unzählige Male als Austragungsort diverser Konflikte und als Grund, diese zu beginnen. Allen anderen Völkern voran schien es der Mensch am besten verstanden zu haben, Krieg zu führen, Grenzen zu ziehen und taktische Bündnisse zu schmieden. Seit dem Tag seiner Ankunft dominiert er die Geschehnisse des Kontinents, während seine Herkunft immer mehr in Vergessenheit gelangt und bald nur noch den Spekulationen dient. Das Imperium der Menschen scheint sich aber nun dem Ende zuzuneigen. Neue Mächte haben den Kontinent ins Auge gefasst und neue Entdeckungen drohen, das Gesicht seiner Kriege für immer zu verändern. Man sagt, das Menschenvolk von Aleon hat eine dieser Entdeckungen studiert und in ihrem Wissensdurst und ihrem Kriegshunger haben sie den Zorn der Götter über sich gebracht. Heute erinnert das unfruchtbare Niemandsland an ihr einst mächtiges Imperium. Unsere Geschichte beginnt 30 Jahre nach diesem, 30 Jahre nach diesem Ereignis. Wortlauter. Wir schreiben das Jahr 1306 nach der Ankunft. Im Norden des Niemandslandes, hinter der Sennenbergkette, liegt die Flusslande, das Königreich von Redan. Bekannt für Bier, Käse und Viehzucht, ist im Zentrum dieses Landes der Sitz des Flusskönigs, die Hauptstadt Aelon. Auch bekannt als die Stadt der Tiere, wie erwähnt, Viehzucht. Aelon befindet sich zwischen zwei Wäldern und zwei Bergen, grenzt an den Grünfluss und befindet sich auf einem Hügel. Die Stadt selber wird in 3 Ringe unterteilt. Der königliche Ring im Zentrum des Nordens beherbergt die Königsfamilie und den reichen Adel, sowie den ganzen Regierungsapparat. Während der gut doppelt so große goldene Ring außen rum verläuft und vor allem die etwas wohlhabenderen Bürger von Aelon beherbergt. Der dritte und größte Ring, bekannt als der Dienende, ist die Heimat des einfachen Fußvolkes. Es ist heute der 2. Tresan im Monat Sturmmeer und wir befinden uns in einer Taverne. In Luains blauem Anker. Charlie und Linus, ihr betretet den blauen Anker als erstes. Für die Zuschauer, die jetzt verwirrt sind, was passiert hier? Wir haben ein paar Prologe gemacht. Gibt es auch irgendwo einen Link?
Das gibt ein bisschen Substanz den Charakteren. Aber vielleicht reicht es auch einfach aus, hier zuzuschauen, um euch auf den aktuellsten Stand zu bringen. Linus und Charlie, ihr betretet den blauen Anker. Viel los hier. Anscheinend sind wir nicht die Einzigen, die den Flyer gesehen haben. Nein, sind wir nicht. Ein Bier an der Bar? Hatte ich noch nicht. Stimmt. Aber... Stimmt. Ja, wenn du willst. Vielleicht ist es an der Zeit, das mal zu probieren. Aber nicht zu viel, nicht? Die Bar ist viereckig. Diese Beschreibungen heute, die werden liefern. Was? Viereckig? Im rechten Winkel der beiden Wände hat es eine Bühne, 2 Meter auf 2 Meter groß etwa. Es hat insgesamt 4, 5, 6, 7 Tische, verschiedene Größen. Ebenfalls, es hat eine Bar mit einem Winkel, dahinter sowas wie eine kleine Küche mit einer Durchreiche. Die Durchreiche hat einen perfekten Blick auf die Bar. Aus der Küche riecht es bereits nach gebratenem Fisch und Kartoffeln. Es hat mehrere Bilder, die an den verschiedenen Wänden der Bar hängen. Kronleuchter sowie diese Laternen, Schiffslaternen, die von den Wänden hängen und dem Raum eine satte Beleuchtung geben. Die Farben der Räumlichkeiten sind in einem Blau und einem Orange gehalten. Ihr seht, es ist schon ziemlich gefüllt. Es hat aber immer noch 1, 2 freie Tische. Es hat auch 2 freie Plätze an der Bar. Und ihr seht, hinter der Bar steht die Kellnerin. Ja, ich denke, wir treten zur Bar. Einen wunderschönen guten Abend. Die Kellnerin ist eine dunkelhäutige Frau. Sie ist ziemlich groß, hat lange schwarze Dreadlocks, die aber an der Seite kurz geschoren sind, oben zusammengebunden. Eine Narbe auf der linken Gesichtshälfte entlang des Kinns bis zur Unterlippe. Sie hat einen goldenen Nasenring und ein Piercing in der linken Augenbraue. Sie schaut euch an, ein bisschen berechnet, zeigt. Was darf es sein? 2 große, bitte. Und wir suchen Killian. Mein Mann, ja, der ist gerade am Koch. Ah, sehr gut. Ja, wir haben gehört, wegen dieser Veranstaltung heute Abend. Auf der Bühne? Ja. Wir möchten gerne mitmachen. Flyer liegt da drüben. Schreibt euch ein. Sehr gut, vielen Dank. Sie macht das Bier bereit, legt es dann auf den Tisch und sagt euch 2 Bier. Was kostet? Ein Silber. Oh. Ein Silber. Ja, ist schon gut. Ich zahle. Oh. Okay, wir haben 10. Dankeschön. Vielen Dank. Jetzt, Linus, vorsichtig, nicht zu viel auf einmal. Es schmeckt sehr anders wahrscheinlich wie alles, was du hier getrunken hast. Aber genieße es. Zum Wohl. Zum Wohle. Starkes Bier. Sehr gut. Und? Ein bisschen bitter, nicht? Malzig. aber gut, ja. Nein, nicht so viel. Ein Schluck auf einmal und dann ein bisschen warten. Und okay. Ja. Ich vertraue auf deine Erfahrung. Sehr gut. Wollen wir uns schnell eintragen gehen? Ja, ja. Aber also, haben wir alles, was wir brauchen? Ich glaube, warte, ich schaue nochmal schnell. Sehe mir meinen Rucksack. Schaue durch. Haben wir alles, was wir brauchen? Für das, was du mir geschrieben hast, habt ihr eigentlich alles außer einem roten Tuch. Ja, für das rote Tuch fehlt. Siehst du etwas, was wir vielleicht brauchen können? Sehe ich irgendwas? Irgendwas? Vielleicht ein Vorhang oder irgendwas? Würfel mal für Wahrnehmung. Erster Wurf! Nicht schlecht, nicht schlecht. Wo ist das? Ganz unten. 18. Okay, 18. Du schaust ein bisschen durch den Raum durch und siehst, an einem Tisch sitzt ein einzelner Herr.
hat eine feine schwarze Kleidung und ein roter Kummerbund. Was ist der Kummer? Was ist der Kummer? Ein rotes Tuch, das er sich um den Buch bindet. Okay. Er sieht ein bisschen edler aus. Ich habe hier die Beschreibung. Ist hellhäutig, fast schon bleich, hat mittellange blonde Haare, leicht zusammengebunden hinten, aber ein paar Fransen, die rausstehen. Blaue Augen, ein schön anzusehender Mann, der verloren scheint in seinem Text, den er am Schreiben ist, mit einer Feder. Ein Tintenfass. Ist er einheitlich farblich gekleidet? Schwarze Weste, schwarze Hose, roter Kummerbund. Okay. Sehe ich irgendwo einen Vorhang oder irgendwie etwas, das eine andere Farbe hat, irgendein grüner oder rot, blauer. Die Vorhänge an den Fenstern haben alle ein dunkles Königsblau. Okay. Besteht die Möglichkeit, dass ich so einen Mischtebitzen kann? Clown? Du kannst es versuchen. Will ich das versuchen? Hast du ja, schon ich etwas will, gefunden? Ja. Okay. Siehst du etwas Rotes? Ja, siehst du den Herrn da? Ja. Oh, denkst du, was ich denke? Naja, ich weiß nicht. Also, ich denke, wir sollten ihn irgendwie davon überzeugen, dass das Rot nicht zu ihm passt. Ah, ich sehe. Ja. Was geben wir ihm sonst? Ja, also, meinst das Vorhänge da, zu ihm? Das Blau, royal, königlich, vielleicht kann man ihn überzeugen. Es muss nicht zu ihm passen, wir müssen ihn nur davon überzeugen, dass es mehr zu ihm passt. Richtig. Okay, in der Zwischenzeit, während ihr das miteinander bespricht, betreten Glut und Sven die Bar. Oh, wow. Viele Leute hier drin. Ich bin schon mal wenig unsicher. Ja. Vielleicht wollen wir erst trinken gehen? Ja! Ihr hört ein Trinkbecher auf den Tisch geknallt wird und ein Mann mit Glatze steht auf von seinem Tisch und sagt: Hey, ist das dann Kobold? Ich will aber keine Kobolde hier haben, ne? Und er schaut Glut ziemlich wütend an. Geh so ein Schritt für Schritt hinter Sven. Ein paar der Leute schauen ebenfalls ein bisschen auf und sind ein bisschen schockiert. Und ihr hört die Barkeeperin, die ruft: Bernd, halt die Fresse! Setz dich hin und trink! Und Bernd schaut sie für einen Moment an, ihr seht ein bisschen, er wiegt ab den Kampf oder das Argument und sitzt dann hin und trinkt wieder. Nochmal Glück gehabt. Als wir an ihm vorbeigehen, sage ich: Ja, halt die Fresse, Bernd! Okay, ganz schnell warten. Würfel für Täuschen. Oder für Heimlichkeit. Bekommen wir das mit? Ich habe einen Nachteil. Ja, ihr bekommt das mit. Habe ich auch Nachteil wegen der Rüstung? Nein, das ist ja nur ein. Okay. Oh. 20. Er scheint es nicht gehört zu haben. ihr bekommt das mit über, definitiv. Ja. Okay. Gehen wir zu Bar, oder nehme ich an. Komm ich hoch? Es hat zwei freie Stühle, wenn du dich auf einen Stuhl stellst. Ja. Brauchst du Hilfe? Nein, nein. Das geht schon. Danke! Kein Problem. Das ist super nett. Das ist eine coole Narbe. Haben Sie die im Kampf bekommen? Was habe ich? Was darf sein? Für mich nur ein Wasser, danke. Was gibt's denn so? Was trinkst du gern? Wir haben Ale, wir haben Bier, wir haben Wein. Das Bier hier ist ganz gut, wenn ich es empfehlen darf. Ein bisschen herb, aber geht gut runter. Das hatte ich noch nie. Gut, ja, Bier. Kann ich nur empfehlen. Nicht so viel. Okay. Ich stehe hinter dem Kupfer. Das macht 5 Kupfer für das Bier und 1 Kupfer für das Wasser. Ja. Öffne meinen Geldbeutel und nehme. Eine Fliege fliegt raus. Ja, fast. So ein paar zerdrückte Kupferstücke, mehr als Münzen.
Danke. Danke! Ja, ich gebe dir auch eine Silbermünze. Als du den. Du gibst ihr eine Silbermünze für ein Kupfer? Ich habe kein Kupfer. Ah, also, oh, okay, sie gibt dir 9 Kupfer zurück. Okay. Sie gibt dir die kaputten Münzen gleich dazu. Naja, besser als nichts. Als Glut den Krug bekommt, läuft Linus so langsam um sie rum. Beäugt sie so ein bisschen interessiert. Hi! 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 Was? Also, nee. Wer bist du? Ich bin Glut! Ja. Wer bist du? Ich bin Linus. Warum sind deine Haare so seltsam? Ach, die sind einfach so. Kann ich nichts gegen machen. Ja. Woher kommst du? Von unten! Faszinierend. Woher kommst du? Naja, ich denke von oben. Ja, das macht Sinn mit den Haaren. Ja. Ja, ja. Schön! Also wie von unten? Ich habe noch nie jemanden gesehen wie dich. Ja, ich bin auch was Besonderes. Also. Ich habe viele Rassen studiert, aber. Spannend. Hast du das selber gebaut? Ja! Auf was zeigst du genau? Auf das Schild. Ja, das habe ich selber gebaut! Bam! Und ich fange es an zu öffnen. Kennst du Titania? Titania Drachenherz? Ja. Nein. Du kennst sie? Drachen? Natürlich kenne ich sie. Alle Geschichten kenne ich über sie. Ja. Das ist mein Lieblingsbuch von ihr. Aha. Ich schaue auf den Autor des Buches. Sassi der Barde. Gute, super Buch. Gute Erzählungen, ja. Ja. Ja, sehr gut. Das Buch übrigens wunderschön. Ein ledergebundenes Buch. Braunes Leder. Auf dem Einband ist lediglich das Wappen von Titania, ein Drache in einem Herzen. Und Glut hat so einen Metallrahmen quasi gebaut, um es als Schild benutzen zu können, aber man kann es öffnen. Also wenn du willst, kannst du es ruhig mal lesen. Es ist so gut. Es ist das beste Buch. Würfel mir mal auf Geschichte. Das Buch kennst du nicht. Du hast, glaube ich, mal davon gehört. Aber was dir auffällt, ist der bleiche Knabe, der neben der Kobolddame steht. Du erkennst ihn wieder. Du hast ihn schon mal gesehen im Waisenhaus. Also, das Buch schaue ich mir mal an. Ich habe da mal davon gehört, aber ich kenne es nicht. Aber dich kenne ich. Aber ich kann nicht, ich weiß nicht mehr von wo. Ich? Auch da, das kann nicht sein. Also doch, irgendwie vom Waisenhaus, aber... Ja, das... Ich war im Waisenhaus, ja. Du bist Sven? Ja. Stimmt. Sven, hey. Würfel auch kurz auf Geschichte. Okay. Ne, 1. Du hast keine Ahnung, wer das ist. Tut mir leid, mein Gedächtnis ist nicht das Beste aus dieser Zeit. Ja, wir hatten nicht viel miteinander zu tun, aber jemand anders, den ich kenne, hatte viel mit dir zu tun. Ja, Sven kommt auch nicht von oben. Wahrscheinlich deswegen. Keine Frage. Viel weiß ich über das Buch. Ja. Du hast es mal gelesen, vor langer Zeit. Du kennst die Geschichte. Linus. Ja. Wir sollten langsam, ich glaube. Ja, ja, stimmt. Macht ihr mit beim Wettbewerb? Ja. Ja, ja. Ja. Nein. Wieso nicht? Ich hab sowas noch nie gesehen. Habt ihr kein spezielles Talent? Kannst du schon lernen? Nein. Oder ein bisschen Akrobatik? Nein. Singen? Nein. Instrument spielen? Nein. Du kannst kämpfen? Du kannst kämpfen? Du kannst vielleicht vorlesen? Kämpfst du gar nicht auch? Ich kann gut lesen. Ja, willst du vorlesen? Ich kann dich eintragen hier. Meinst du? Okay. Willst du mal, was war nochmal dein Name? Glut. Glut.
Was ist das? E-Mail-Adresse? Ja, ich schreibe einfach 1, 2, 3, 4. Und dann trage ich uns auch noch ein. Ja, mich bitte auch noch. Separat oder mit Blut? Separat. Während du... Und dein Name ist? Sven. Er ist sehr talentiert. Während du das einschreibst und ihr ein bisschen miteinander diskutiert, betreten Aerin und Lia ebenfalls die Taverne. Gefolgt von einem Zwerg. Oh oh. Oh oh. Oh, sieh mal, so viele Menschen. Ich habe schon lange nicht mehr so viele Menschen gesehen. Ja, ich weiß, dass du das nicht magst, aber die sind bestimmt nett. Du darfst nur nicht so böse schauen, okay? Nein, schau nett. Siehst du? Lächeln. Ist das eine Elfe? Ein kleiner Dolch landet neben ihm im Tisch. Es wird zu Bethema, zu wie wieder zu ihm anschaffen. Die Fresse werden! Hey, das ist nicht nett! Wieso machen sie das? Willst du eins aufs Maul? Wir müssen nicht mit ihm streiten. Er schaut wieder zu Bethema, schaut euch an. Kurz rausgehen. Willst du eins auf die Fresse, ja? Wir können rausgehen. Nein. Mach Würfel für Einschüchtern. Vier. Er steht auf. Gehen wir raus. Und läuft raus. Sehen wir das? Oh. Oh, nein, nein, nein. Ja, ihr bekommt das alle mit, lieber. Ich folge den beiden. Da passiert was. Ich bin sehr hysterisch. Okay, nein, komm, lass uns wieder reingehen. Wir müssen uns nicht mit dem schlagen, vor allem nicht hier in der Stadt. Und Elfen haben schon einen schlechten Stand. Komm, lass ihn in Frieden. Können wir ihm ein Bier zahlen oder so? Ich zahle doch diesem Vollidioten kein Bier. Dann zahle ich ihm ein Bier. Das ist mir egal. Sicher nicht. Sehen Sie, wir sind nicht... Ich will aber, dass sie mir ein Bier zahlt. Du kannst dir selber ein Bier zahlen, du Penner. Ey, fick dich, Elfe. Hat er nicht gesagt. So, wir alle schauen einfach. So, ich natürlich. Okay. Die Barkeeperin haut einmal auf den Tisch und sagt, wenn ihr zwei kämpfen wollt, dann geht ihr jetzt raus, ansonsten benehmt ihr euch verdammt die Scheiße. Aerin, bitte, komm, lass uns nett sein, ja? Komm schon. Na gut. Danke. Hast du nochmal Glück gehabt, du Penner. Gleichfalls. Setzt sich hin, trinkt sein Bier. Fick dir helfen. Verdammter Mensch. Okay. Schade, das wäre eine gute Aufregung gewesen. So weit wie möglich weg von diesem Menschen zur Bar zu laufen. Was ist der weit entfernteste Punkt in diesem Raum von diesem Menschen? Wäre die Bar wahrscheinlich. Okay, sie hat den Dolch ziemlich weit durch die Bar durchgeworfen, um in seinen Tisch zu... Okay, dann lass uns zur Bar gehen. Okay. Hallo, guten Tag. Hallo. Können wir was trinken? Natürlich. Was möchtest du? Bier. Okay, dann zwei Bier. Das macht einen Sinn. Ich stell zwei Bier hin. Okay, ich bezahle. Vielen Dank. Schreibt ihr das auf? Und das Silber geht in die Kasse. Ihr müsst ein bisschen aufpassen. In der Stadt sind die Leute nicht gut auf Elfen anzusprechen. Es ist mir sowas von egal. Du kannst nicht die ganze Welt bekämpfen. Wir schauen schon auf. Wir passen auf. Und so wie sie ausschaut, kann sie schon auf sich aufpassen. Ja, aber okay. Sie kann auf sich aufpassen, das glaube ich auch. Tut mir nur einen Gefallen und euch selbst und macht keinen Stress in der Bar. Okay? Okay. Ich drücke mich vorbei zu Aerin. Hat er dich etwa auch dumm angemacht? Ein Kobold? Ja. Ich heiße Glut. Hi. Hallo Glut. Hi. Wie heißt Lia? Ich bin Lia. Hi, freut mich, dich kennenzulernen. Aerin. Hi. Das war ja ziemlich cool, wie du da, ne? Wow. Er ist Bern. Wenn du was Dummes sagst, kannst du rufen. Halt die Fresse, Bern. Ich glaube, das macht man so hier. Ihr hört Martin in der Bar. Halt die Fresse, Bern. Okay.
Aber es ist nicht Bernd, der mit dem roten Tuch, oder? Nein, nein. Der Bernd ist ein ziemlich gläubig aussehender Glatzkopf. Ja. Mit einem Vollbart. Linus? Wir müssen das... Ja. Wir brauchen das Tuch. Ja. Wie machen wir das? Ich glaube, du bist besser mit drehen als ich. Ja, aber meinst du, er gibt uns sein Tuch einfach so? Wahrscheinlich nicht. Aber vielleicht, wenn wir ihn erwähnen. Wir können ihn ja einfach mal fragen. Vielleicht können wir ihm das Tuch auch einfach wieder zurückgeben. Ja, ja. Ja. Wir müssen es nicht glauben. Stimmt. Ich finde es schön, dass es irgendwie eine Viertelstunde gedauert hat. Nicht glauben. Wir haben eine Option. Es gibt mehr als Kriminalität. Ihr seht übrigens immer wieder, wie aus der kleinen Gucknische zur Küche hin ein Teller mit Essen hingestellt wird, wie Bettina den Teller weitergibt an ein kleines Halbling-Mädchen, das rumläuft und sie an die Leute verteilt. Okay. Stehe auf. Beim Aufstehen schaue ich in Linus Krug rein. Wie viel hast du noch? Wahrscheinlich die Hälfte. Okay, gut. Dann sage ich nichts. Und ich mache mich auf den Weg zu diesem Herrn. Ich folge dir erst, aber ich halte so ein bisschen Abstand. Okay. Ich gehe zu ihm hin, stehe so ein bisschen seitlich vor ihm hin, zücke meinen Hut und sage, einen wunderschönen guten Abend, der Herr. Ich hätte ein kleines Anliegen. Mein Name ist Chacha und ich bin hier einer der Performer heute Abend. Das Ding ist ein wichtiges Bühnenelement. Fehlt mir im Moment. Und wie es der Zufall so möchte, tragen Sie das perfekte Stück für mein Stück. Ich will wirklich nichts kaufen. Nein. Ich will etwas ich will von wirklich, Ihnen ausleihen. Ich schreibe gerade was, ich will keinen Stress. Nein, ich will auch keinen Stress haben. Ich biete Ihnen eine Handvoll Geld dafür, dass ich Ihr schönes rotes Tuch für heute Abend ausleihen darf. Sie bekommen es am Ende des Abends wieder. Ein Tuch? Wir brauchen ein rotes Tuch. Das brauche ich aber auch. Wofür denn? Es haltet meine Hose. Schau mal kurz. Ich überlege mal kurz, was ich so dabei habe. Also, du fängst an, auf deinen Rucksack zu gehen. Er ist total verwirrt. Als er das sagt, schleicht Linus weg und probiert so zu den Vorhängen zu gehen. Und ich probiere so, dass niemand schaut und warte so nebendran. Hast du ein Messer? Nein. Wie löst du den Vorhang? Wie schneidest du dir jetzt was ab? Wie ist der Vorhang angemacht? Oder hängt der da? An diesen Ringen. Aber der Vorhang insgesamt wäre viel zu groß. Was du brauchst, wäre ein Streifen. Sehe ich ein Messer irgendwo? Nebendran sitzen die beiden Zwerge. Der eine, der schon vor der Tür war. Und ein anderer mit eher einem schwarzen Bart und schwarzen Haaren. Und sind gerade den Fisch am Essen und schneiden den mit einem Messer. Ich gehe zur Bar und frag den Barkeeper. Die Barkeeperin. Die Barkeeperin, Entschuldigung. Ich rieche Fisch. Und, das ist richtig. Was würde der Fisch kosten? Der Fisch? Drei Silber. Ja, das ist wert. Ja, ich nehme den Fisch mit Kartoffeln. Kann ich das Besteck schon haben? Kartoffeln kosten extra. Oh. Das macht dann 4 Silber. Oh. Was, ihr wollt das Besteck schon haben? Ja, ich setze mich... Wollt ihr üben oder was? So eine Art. Ich setze mich gern mit dem Werkzeug auseinander, das ich brauche. Bist du bekloppt? Ich bin ein Mönch. Wir machen alles ein bisschen anders. Würfel für überzeugen. 16. Guter Gib dir das Besteck. Vielen Dank. Das macht dann 4 Silber. Okay.
Sie gibt ihr noch eine Nummer. Nein, das macht keinen Sinn. Sie bringen ihr das Essen. Ja, sie merkt es sich schon. Okay. Ich folge den Herrn. Tut mir leid. Was war Ihr Name? Johann. Johann Kling. Johann. Cha-cha, Johann, was? Darf ich Johann sagen? Ja, Cha-cha. Darf ich Johann sagen? Ja. Johann, hör mir zu. Du sitzt heute den ganzen Abend auf dem Stuhl und du schaust zu, wie Leute auf dieser Bühne herumtanzen. Das stimmt nicht, ich habe einen Auftritt. Für deinen Auftritt kannst du das Tuch schon wieder zurückhaben. Wir brauchen es nur für unseren Auftritt. Würfel für überzeugen. Herrlich, dass wir da bestecken. Aber 24. Oh, okay. It was working so fine. Was machst denn du für einen Auftritt? Oh, das ist eine Überraschung. Es wird ein Theater. Oh. Mit Musik und Tanz. Oh, ich liebe das Theater. Ich auch. Was machst denn du, Johann? Ich schreibe Theaterstücke, aber auch Gedichte. Oh. Ich schreibe gerade ein Theaterstück. Worüber? Es heißt Die blaue Kammer. Es geht ein bisschen um einen Junge, der sich in den Drogen verliert und die Welt aus den Augen. Es ist alles noch in seinen Anfängen. Ich habe eine totale Schreibblockade. Ich habe diesen Charakter des Bösewichten, der eigentlich der Freund sein soll, aber irgendwie, es funktioniert nicht recht. Die Motivation fehlt mir. Die Motivation der Charakter. Des Protagonisten? Nein, des Antagonisten. Das ist einfach ein bisschen schwierig. Vielleicht können wir noch ein bisschen zusammensitzen und brainstormen. Ja, das würde mich freuen. Hier hast du ein Silber. Vielen Dank. Oh, danke. Wann trittst du auf? Schon okay, ja. Wirklich? Ja, ja. Okay. Danke sehr. Ja gut, ich komme dann einfach vor unserem Auftritt kurz bei dir vorbei und hole das Tuch. Vielen, vielen Dank, Johann. Das Tuch. Kein Problem. Währenddessen macht sich Linus an den Vorhang. Und probiert heimlich so ein Stück. Mit dem Buttermesser. Ah ja, es ist ein. Was ist ein. Was für ein Messer? Ein Fischmesser. Also, ist ja nicht schlecht. Geht das für dich? Wir schauen, wie es geht. Wir mal für Heimlichkeit. Du machst es ja heimlich. Oh. 7. Okay. Der eine Zwerg dort dreht sich um und sagt: Hey Gottvater, was machst denn du eigentlich? Hissest du den Vorhang oder was? Ja. Würfel vertäuschen. Das ist eine Motte. Manche machen alles ein bisschen anders. Täuschen. Nochmal eine 7. Hey, du hast mich doch vorher draußen schon so aufgeregt. Ich meinte, ich soll nicht rauchen. Was mischst du dich eigentlich in meine Angelegenheiten? Also, ich möchte hier keinen Streit anfangen, aber sie mischen sich gerade in meine Angelegenheiten. Hey, verpiss dich! Der andere Zwerg ist, es tut mir mega leid, aber mein Freund ist ein bisschen aufbrausend. Aber wieso knabbern Sie denn den Vorhang an? Wissen Sie, in gewissen Vorhängen gibt es sehr spezielle Enzyme, die wichtig für den Körper sind. Du bist auch ein ganz spezieller, nicht? Mhm. Ja, lass den Vorhang doch lieber in Ruhe und iss was Gesundes. Hol dir einen Fisch, der ist wirklich fein. Hab ich bestellt. Wir möchten hier wirklich gerne in Ruhe essen, wenn es sie nichts ausmachen würde. Nur zu. Hey, hast du ihr nicht zugelassen? Du sollst dich verpissen! Also während der ganzen Unterhaltung habe ich immer noch weitergeschnitten. Würfel für Fingerfertigkeit. Genau in dem Moment, wo der Zwerg ein bisschen ausrasten bist, hast du den Streifen durch. Und er sagt, ich habe jetzt meine Breitachse gefressen, das mache ich ruhig. Versuch mich nicht aufzuhalten. Das wissen sie nicht. Ich gehe. Tschüss. Da komme ich mit dem Tuch, so wie ein Schal und die Dinge. Und, was findest du? Wunderbar.
Hände auf blaues Tuch. Zurück an die Bar. Irgendetwas sonst, das ihr tun wollt? Ich trinke mein Bier. Okay. Das hatte ich noch nie. Bier ist ziemlich lecker. Oh, lecker. Ihr habt etwas Ähnliches bei den Kobolden, das ihr aus Pilzen macht. Mm. Das ist aber auch... Braunsaft! Also das Ding heißt eigentlich... Hefe ist ja auch ein Ding. Blausaft! Das stimmt. Blausaft! Nein, nicht Blausaft, warte schnell, wo ist das? Hier. Feuersaft. Aus Feuerflechte gemacht. Das schmeckt wie aus Feuersaft. Feuersaft? Das schmeckt wie Feuersaft. Aber sind weniger Stücke drin. Ich weiß nicht, ob ich das gut oder schlecht finden soll. Aber der Schaum ist schön. Okay, ich weiß nicht. Ich hatte noch nie Bier. Also. Oh, auch noch nie? Nein. Schmeckt's dir denn? Ich weiß nicht. Oder das Wasser? Ach so, das Wasser. Weißt du Bier? Ist doch ganz okay, ja. Wann sind wir eigentlich dran? Die Menge wird ein bisschen stiller, als auf der Küche auf einmal der Wirt kommt. Killian. Ein hellhäutiger Mann, groß, Halbglatze. An der Seite kurze graue Haare, stahlblaue Augen. Die linke Gesichtshälfte ist komplett verbrannt. Er hat eine Narbe über den, mehrere Narben über den Armen und ein Tattoo eines Ankers über einen Kompass auf dem rechten Oberarm. Er ist ziemlich kräftig gebaut, sieht aus wie ein ziemlicher Kämpfer. Der läuft vorbei zu seiner Frau, gibt ihr einen Kuss auf die Wange und sagt: Wie läuft es denn mit dem Mach? Sind alle Gäste gut bedient? Läuft alles gut, danke. Gut, dann mache ich mal meine A-Moderation. Killian. Oh, ja. Hallo? Guten Tag, ist Ziggy schon da? Was? Sigmund, schon da? Sigmund? Ja, er ist... Ja. Er hat gesagt, wir treffen uns hier heute. Ist du ein Freund des Burschen? Ja, natürlich. Ich kenne ihn von... Dann richte ihm aus, er soll seinen Rucksack abholen, das aber ansonsten in meiner Bar nicht mehr willkommen ist. Okay, das ist komisch. Ja, ich habe gedacht, ich treffe ihn heute hier. Ich habe später Zeit für das, okay? Ist gut, ist gut. Geht auf die Bühne, die Leute verstummen und er macht... Hallo, herzlich willkommen, meine lieben Gäste. Ich bin Killian Luane, ich bin der Wirt hier. Wir haben was vorbereitet. Wir haben, ich bin ein Fan von Geschichten und Tanz und Liedern. Deswegen haben wir heute eine offene Bühne. Ein paar Leute haben sich schon eingetragen. Ihr könnt auch während den Auftritten euch noch nachtragen. Aber ja, ohne weiteres möchte ich, glaube ich, auch schon die ersten Leute auf die Bühne bitten. Ich habe hier, geht's durch, Chacha und Linus. Das geht. Ich brauche noch 10 Minuten. Wir brauchen noch 10 Minuten. Tut mir leid. Okay, keine Hetze, Seemann. Dann Johann Kling. Johann Kling ist... Oh, als Erster. Jubel. Johann! Geht mit seinen Papieren auf. Johann, mach vorne. Das! Ich gebe ihm schnell sein Tuch zurück, damit er sich die Hosen geben kann. Das ist nett. Ich muss ganz kurz hier das vorbereiten. Wo hatte ich ihn? Hier. Die Leute applaudieren ein bisschen. Also Glut jubelt mega laut. Okay, das ist schön. DM, ich möchte dann gerne, während Johann vorträgt, in den nächsten 10 Minuten als Ritual unsichtbare Diener zaubern. Okay, du tust das. Er währenddessen auf der Bühne. Und dann, ich habe ein Gedicht geschrieben. Das würde ich jetzt gerne vortragen. Und er schaut ziemlich lange, einfach blickt umher. Okay. Ich präsentiere euch, er verliert sich. Seine Hände, sie seien schwitzig. Knie, Füße und Arme, sie seien weich. Auf seinem Wanz sei bereits Gebrochenes. Es war Mutters Abendmahl. Er sei nervös gewesen, doch sein Äußeres, es schien getrost und voller Tatendrang.
Er wirft Sprengkörper. Doch er beginnt es bereits zu vergessen, was es denn war, dass er sich hat niedergeschrieben. Und die Versammelten, sie sind auf einmal sehr laut. Zu laut. Er öffnet dennoch gemäß den Munde. Aber die Worte wollen ihm immer nicht entweichen. Jetzt beginnt er zu würgen. Und die Menge beginnt zu scherzen. Juhu! Johannes, super! Sie rennt ihm davon. Es scheint bereits zu spät. Explosionsgeräusch. Fingerschnippen. Er kehrt plötzlich zurück in diese Realität. Doch die Erdanziehungskraft, sie war noch immer schwindend. Und wie ein Hase geht er erstickt von dannen. Er war wütend gewesen und gebar darauf eine Entscheidung. Nicht so leicht aufzugeben und ein bisschen angespornt von euch, gewinnt auf einmal ein bisschen an Kraft. Nein, er möchte es auf seine erwiesene Art haben. Die Fäden, die ihn lenken, durchschneidend. Es wird nicht von Gewicht sein, dass er arm ist, denn er ist gut. Und wenn er aufgeben würde, dann wäre es zu Ende und er müsste zurückkehren. Er versucht es wegen den Augenblick zu fangen und hofft, dass er nicht an ihm vorbeiziehen werde. Er verliert sich in seiner Musik in dem Moment und dieser gehört daraufhin ganz ihm. Wenn er ihn richtig ausführt, dann kann er denselbigen vielleicht sogar festhalten. Dankeschön. Johann! Das war so inspirierend! Ihr wollt mir mal ein bisschen überzeugen. Come on, alle, die jetzt applaudiert haben. Ich brauche den Stoffhetzen als Fahnen. 18. Überzeugen. 21. Okay, 18, 21. Ja, Johann! Das ist wunderschön gewesen! Tatsächlich, das Publikum fängt ebenfalls an, von euch mitgerissen zu applaudieren. Er geht runter, läuft an die vorbei und sagt, danke. Ich lege meine Hand auf die Schulter und sage, Johann, das war königlich, das war... Hast du schon einen Bühnennamen? Weil, wenn du einen brauchst, wie wäre es mit Seine Eminenz. Ich dachte eigentlich an den dünnen Schatten. Aber das ist auch ja, daran Spaß. Arbeiten wir. Es ging sogar ohne den Kummerbund. Ah ja? Meine Hose ist nicht runtergerutscht. Super. Ich hätte ihn trotzdem gerne zurückgemeldet. So. Ja, natürlich, natürlich. Okay. Viel Glück dir. Danke sehr. Okay. Kieringer wird auf die Bühne und sagt, ja, der Seemann war nicht schlecht. Okay. Ich bitte die Nächsten auf die Bühne. Ciao, meinst du? Ja, ich bin bereit. Okay, ciao, Linus, Leute. Wieder ein bisschen ein Applaus. Ja, die kennen wir! Ich trete in die Mitte der Bühne. Stehe dort. Ich stehe neben dran. Hin. Oh, okay. Wir sind Chacha und Linus. Und das hier ist die tapfere Prinzessin, der alte Drache. Und der böse Prinz. Okay, dann gehen wir beide wieder von der Bühne. Das ist ein bisschen her, was ist los? Ach, das schon? Und dann hört man. What? Moment. Vor sehr langer Zeit in einem Lande weit, weit weg. Und man sieht auf der Bühne ein etwa zwergengroßes blaues Rüschenkleid herumwandern, scheinbar ohne Körper. Aber dort, wo das Gesicht wäre, schwebt eine Maske mit einem weiblichen Gesicht mit blonden Haaren. Es soll ganz klar eine Prinzessin darstellen. Und dann hört man Chacha wieder singen. Da lief eine einsame Prinzessin durch den Wald, doch... Oh, Schreck! Ups. Hör nochmal kurz einen Performance-Check mit Disadvantage-Rolle, wie du gleichzeitig Dance and Servant kontrollierst. Okay, kann ich machen. Das war falscher Deutsch. Kann ich machen. Das war gerollt. Oh, das ist nicht so gut. Bekommt ihr Disadvantage für das Prop? Oh, mit Disadvantage hast du gesagt. Ja. Okay. Wie heißt das? Performance ist der Auftreten. 13. Okay. Ist nicht schlecht. Es geht weiter. Da stürzte ein Drache auf sie hinunter. Und
Und Linus springt auf die Bühne und kreist quasi um die Prinzessin herum. Okay. Wie im Flug um sie. Roll mir mal für Akrobatik. Okay, ja, ziemlich gut. Er macht ein paar springende Bewegungen, ein paar Schrauben. Ja. Sie hatte... Oh, das ist falsch. Doch. Sie hatte fürchterliche Angst vor seinen Flammen. So kauerte sie sich ängstlich zusammen. Muss ich vielleicht noch sagen, das rote Tuch hat Linus jetzt so quasi auf dem Rücken, wie wenn es Flügel wären. Und die, ja, hat Flügel. Okay. Und Linus hat vor dem Gesicht auch eine Maske, das eine Karikatur eines Drachen ist. Dann, erzähl, was dann passiert mit der Prinzessin. Linus fliegt quasi immer noch um sie rum und landet dann direkt vor ihr oder hält vor der Prinzessin an und kniet dann nieder und senkt das Haupt in Ehrfurcht vor der Prinzessin. Und die kleine Prinzessin schaut zum Drachen hoch und lächelt ihm so zu, also guckt neugierig ihn an. Und dann beginnen sie eine kleine Runde Fangis zu spielen und gehen dann von der Bühne. Und du spielst immer gleichzeitig, ja? Genau. Dann rollen wir nochmal einen Performance-Check mit Disadvantage. Du musst den permanent kontrollieren und gleichzeitig spielen. Ja, das stimmt. Oh, das ist 8. 8? Nicht okay, so die ersten. Okay, der zweite Akt wird viel besser. Dann gehen sie von der Bühne. Und dann hört man, niemand ist auf der Bühne, aber man hört Charlie singen. Doch im Nachbarsreich, dem Bösen, Brussland, zielt der böse Prinz mit seiner Schusshand auf den alten Drachen und ja dann zog er ihn mit seiner Magie an sich heran. Und Charlie ist auf die Bühne getreten mit einem aufgemalten Schnauzer. Und er scheint ganz klar ein böser Prinz zu sein, der, während er singt, auf den Drachen zielt und ihn dann so zu sich heranzieht. Und Charlie spricht. Ich spreche in einem Akzent. Mir als Sklave zu dienen, dazu werde ich dich zwingen. Du wirst mir auf dem Schlachtfeld viel Ruhm einbringen. Linus schreit nur, das glaube ich nicht. Und tänzelt so um ihn rum. Okay. Und es entsteht ein Kampf auf der Bühne zwischen dem bösen Prinzen und dem Drachen. So ein Hin und Her, wie so eine Welle. Würfeln wir auch mal Performance. Also Auftreten. Auftreten. 19. 19, ziemlich gut, ja. Linus ist da drunter. In diesem Kampf gelingt es dem Drachen, den bösen Prinzen niederzuschmettern und auf den Boden zu rühren. Der böse Prinz liegt dort und sagt: Nein, töte mich nicht, habe Erbarmen. Und dann mit. Zaubertrick, wie heißt das? Spell? Moment. Prestidigitation. Ja, genau. Taschenspielerei. Kommt eine pinke Wolke aus meiner Hand hervorgeschossen in das Gesicht des Drachen. Und der Drache fällt um. Linus taumelt. Böse Prinz packt ihn am Bein und zieht ihn von der Bühne. Und das war der zweite Akt. Okay. Und dann hört man wieder meine Stimme. Doch, das stimmt. Als unsere tapfere Prinzessin von dem Unglück hört,
stürmt sie los, völlig empört. Schnurstracks zum Schloss des bösen Prinzen. Die Dunkelburg auf den Donnerspitzen. Man sieht wieder die Prinzessin, wie sie läuft und läuft über die Bühne. Okay. Und ich muss wieder würfeln wir noch den letzten. Ja. Also eigentlich rennt sie ja so im Kreis. So, ja, so ein bisschen, ja. Oh, ja, das ist besser dieses Mal. 19. 19, ja, ziemlich gut. Ja. Okay. Sie schleicht sich durch die Burg, bis sie den Drachen findet. Im Verlies und dort schnellstens losbindet. Drachen und Verliese. Wenn es doch nur ein Spiel gäbe, das so hieße. Die Prinzessin findet Linus in seinem Verlies. Ja. Linus sitzt so zusammengekauert in der Ecke der Bühne, mhm, mit dem Tuch so über ihn drüber, so halb geschlagen. Die Prinzessin stiehlt sich in das Zimmerchen und geht hinter Linus, wo er anscheinend gefesselt ist, und fesselt ihn los. Bindet ihn los. bindet ihn los, genau. dann trete ich wieder auf die Bühne. Ah nein, stimmt nicht, tut mir leid. der Drache packt die Prinzessin und gemeinsam fliegen sie durch die ganze Dunkelburg bis hin in den Thronsaal des Prinzen und dort nochmals gibt es einen epischen Kampf, den der Drache zusammen mit der Prinzessin dieses Mal gewinnt und Charlie und Linus geben sich da eine schnelle und wilde Choreografie auf der ganzen Bühne mit, mhm, Saltos, mit Handstand, mit allem Zeug. Okay, wirf mir nochmal Akrobatik in dem Fall. 15. Okay, ja. Ja, funktioniert. Funktioniert ziemlich gut. Sieht atemberaubend aus von unten. Der dritte Akt ist es wirklich. Ja. Und am Ende von diesem Kampf gelingt es dem Drachen, den bösen Prinz von der Bühne zu stoßen. Und darf alles next, ja? Darf ich? Ja, natürlich. Linus stößt den Prinzen, wie gesagt, von der Bühne und springt dabei hoch in die Luft und wirkt schweben? Schweben, levitiert, ja. Levitieren. Ja. Und wedelt quasi mit dem Tuch so, als würden die Flügel schlagen. Words. Fliegenflügel. Und sagt nur, du wirst mich nicht versklaven. Wow. Und der Prinz sagt nur, oh, ich gebe mich geschlagen. Und dann trete ich nochmal auf die Bühne als Charlie, als Cha-Cha. Sobald der böse Prinz besiegt sein Reich, sobald in Trümmern liegt. Er wird auf eine kleine Insel verbannt. Und es herrscht wieder Frieden in ganz Prussland. Die tapfere Prinzessin mit ihrem Freund, dem Drachen. gehen nach Hause und dort lassen sie es krachen. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann sterben sie auch nicht. Moment. Nicht. Und, oh, nein, das war falsch. Und das, meine Freunde, ist das Ende der Geschichte. Ja. Wow.
Linus steht auch auf der Bühne. Leute, du siehst, der Killing Rain schaut aus dem kleinen Fenster in der Küche zu und nickt dir auch zu und macht. Sind ziemlich begeistert alle. Ich sage, ich ziehe meinen Hut, verbeuge mich tief und sage: Vielen Dank! Wir waren Chacha und Linus und das war die tapfere Prinzessin, der alte Drache und der böse Prinz. Das war unglaublich! Wow! Ja, genau. Danke, danke, danke. Und dann gehen wir wieder von der Bühne. Dir ist aufgefallen, auf der Bühne hinten, man sieht es von unten nicht gut, aber auf der Bühne hast du einen guten Blick drauf gehabt, ist ein Symbol. Es ist ein schwarzer Anker über einem Kompass auf einem Schild. Mhm. Okay. Ist euch beiden aufgefallen, als ihr auf der Bühne standet. Okay. Ein schwarzer Kompass? Ein schwarzer Kompass ein Kompass über einem schwarzen, hinter einem schwarzen Anker. Okay. Okay. Ja, alles klar. Wenn du willst, kannst du einen Geschichtewürfel. Geschichtewürfel. Einen Geschichtswurf machen. Nein. Sagt dir nichts. Okay. Gut. Dann geht Killin wieder auf die Bühne und sagt: Boah, der war ziemlich gut, da? Die beiden waren ziemlich gut. Danke. Er hört dich nicht, weil die Leute sind wieder ein bisschen miteinander am Reden. Und da sagt er, okay, als nächstes begrüßen wir auf der Bühne Glut. Ah, das bin ich! Das bin ich! Ah, viel Glück, Glut, du schaffst das. Der kleine Kobold. Ah, ist ja witzig. Ich bin nicht klein. Dann musst du mir zeigen, was groß ist. Er macht wieder Platz, geht runter. Okay, gleich die Bühne. Hallo, ich bin Glut. Ich erzähle euch etwas von Titania von Brynwa, der Bezwingerin des Basilisken von Jornur, Heldin von Lindheim und Mitglied der glorreichen Fünf. Das beste Mitglied der glorreichen Fünf. Zweitbeste. Das beste Mitglied der glorreichen Fünf. Und sie legt das Buch auf den Boden und setzt sich davor. Und dann beginnt sie vorzulesen. Es war einmal. Ich glaube, Würfel auf Auftreten, hätte ich gesagt. Oder ist das Intelligenz? Überzeugt. nein, ich hätte. Oder ist das jetzt. Ja, Geschichte. Würfel auf Geschichte. Geschichte? Ja, du liest eine Geschichte vor. Oh. 13. Okay. Ja, am Anfang okay, und dann irgendwann merkt ihr, oh scheiße, sie liest jetzt das ganze Buch. Und sie gingen zusammen. Die ersten Leute fangen an und rufen. Halt die Fresse, Bernd! Und sie ritten und ritten eine lange Zeit. Killian kommt irgendwann auf die Bühne, lehnt sich zu dir runter und sagt, ich unterbrich dich ja nur ungern, aber liest du jetzt das ganze Buch vor? Ah, ich habe leider nicht das Ganze, es ist hinten, fehlen ein paar Seiten. Ich glaube, ist okay. Der Auftritt war gut. Ah, danke. Die Leute applaudieren danke. Wieder. Also ein paar wenige, die applaudieren sich sein. Blut. Titania! Und ich gehe von der Bühne. Blut, das war super. Danke, Sven. Okay, dann bitte ich. Dann bitte ich jetzt nachher den Sven auf die Bühne. Okay. Okay, Tschüsschen, Glut jubelt so stark, sie schreit jetzt einfach vor allem noch vorne vor der Bühne. Sven! Wie so ein Beatles-Fan. Okay, ich nehm aber einen Stuhl mit und setze mich dann auf die Bühne. So, hallo miteinander, ich bin der Sven. Naja, vielleicht nicht gleich so atemberaubend wieder unser Vorstück, aber ich versuch's mal. Ich habe noch einen Freund mitgebracht. Was? Das ist der. Das ist mein Freund Frankie. Frankie, sag mal hallo. Nee, mein nicht. Tut mir leid, ist ein bisschen schüchtern. Frankie und ich sind heute hier und möchten euch ein bisschen etwas erzählen. Frankie, erzähl euch etwas über dich. Nee, was soll ich denn erzählen? Ja, keine Ahnung. Irgendetwas. Hört doch eh keiner zu.
Was meinst du? Sind doch alle gebannt. Was? Guck dir mal die Typen an. Sind alle besoffen. Was? Nein. Leute lachen. Zum Beispiel? Mal die Kleine da drüben. Was ist mit ihr? Die schielt da schon ganz. Okay. Na ja, gut, die hat vielleicht ein bisschen zu tief ins Glas geschaut. Ja, oder der Große mit der Glatze. Ist okay. Ah nein, das sieht so scheiße aus. Wirf mal ein Auftreten. Okay. Einmal für ein Auftreten. 13. Ein paar Leute neben Bernd gingen. Oh! Er läuft ein bisschen rot an. Naja, okay. Was willst du sonst machen? Wie wär's, wenn wir dieses kleine Stück spielen, das wir geübt haben? Ich sag was, das wollte ich hier tanzen. Naja, besser als etwas zu erzählen, oder? Und danach gibt's was zu essen. Na ja, gut, aber nur ganz kurz. Und Frankie springt von meinem Schoß und beginnt zu tanzen. Ihr seht auf einmal, wie die Puppe anfängt, von selbst sich zu bewegen und zu tanzen. Wow. Jawohl. Und jetzt gehe ich. Ab in den Ausgang. Das war super, ja. Sven. Wow. Die Leute applaudieren. Am Pass sind immer noch ein bisschen geschockt. Einer ist wirklich nur ganz bleich und bewegt sich nicht mehr. Es hat eine Fliege landet ihm im Auge. Und einer seiner Freunde schüttelt und denkt: Die Puppe hat sich bewegt! Puppe! ja, die Leute sind ziemlich erstaunt. Das Essen gibt es jetzt nicht mehr. Die Küche scheint sich zu schließen. Killian geht jetzt nach draußen. Du hast dein Essen bekommen noch. Okay, ja. Wollte ich noch sagen. Das Halbling-Mädchen kam vorbei und hat jetzt das Essen noch gebracht. Dann stand ich einfach mit dem Teller. Ja. Glut steht neben dir. Auch was? Während ihr ein bisschen esst, kommen noch ein, zwei weitere Auftritte. Es hat noch einen Komödianten, der auch ein paar Witze erzählt. Er hat immer wieder diese Passagen, wo er reinruft, habe ich nicht recht, hä? Und, ich hatte einen Cousin, sein Name war Ling. Und der war Mensch, oder? Aber dann im Krieg haben sie ihm die Beine weggeschossen. Deswegen nennen wir ihn jetzt Halbling. Habe ich recht, hä? Ihr versteht, was ich meine? Ihr versteht? Ziemlich witzig, manchmal ziemlich schlecht, hart an der Grenze teilweise. Und am Schluss kommt noch eine kleine Band, die ein paar Lieder spielen. Und Killian geht ein bisschen unter das Volk, redet ein bisschen mit den Leuten. Und irgendwann kommt er zu dir. Und ihr seid alle ein bisschen beieinander, glaube ich, oder? Ich bin beim Fisch. Also ich glaube, wir wären zurück zur Bar gegangen. Wahrscheinlich, oder? Ja. Wo befindet sich Lia und Erin? Bei der Bar. Bei der Bar auch? Ja. Okay. Du bist? Bei Linus. Bei Linus. Linus ist gerade am Tisch am Essen. Ja, ich habe hier gerade den Teller gegessen. Sven ist auch bei dir. Oder den Rest. Genau. Okay. Du an der Bar. Jetzt war ebenfalls Killian, er kommt in die Bar und sagt, so, was war das, mein Junge? Du hast gefragt wegen dem Sigi, ja? Ja, wenn es... Du hast gesagt, er hat seinen Rucksack hier. Er hat seinen Rucksack hier gelassen, ja. Soll ich es ihm mitnehmen? Ja, wäre doch gut. Okay, es ist sehr komisch, dass er... Also hier ist heute Abend, aber... Ich will ihn in meiner Kneipe ehrlich gesagt nicht mehr sehen. Was hat er denn gemacht? Er hat eine Schlägerei angefangen. Wirklich? Ja. Dieser... Kaum ein Barter und fängt schon Schlägereien an. Ja. Also, ich will diese Leute nicht immer. Er war schon immer auf der rauen Seite. Ist gut, ja, weißt du was? Soll ich diesen Rucksack gleich nehmen? Gib dir den Rucksack. Ja. Das Fleisch habe ich aber weggeworfen. Ja, ist gut. War das schon... Es hat einfach einen Haufen rohes Fleisch drin. Wirklich? Ja. Und ich weiß nicht, was das hier ist. Er dreht den Rucksack um und sieht auf der Bodenseite ist so ein bisschen komisches Moos. Okay. Er hat irgendetwas Komisches über die Kanalisation erwähnt. Kanalisation? Okay. Ja. Und über seinen Vater, Lucian. Aber
Das muss ich ja fragen. Ich will da nicht ein bisschen. Sein Vater. Was war noch mal sein Vater? Lucian. Lucian. Okay. Er war hier mit einem Freund, dem. Ja. Er nannte ihn Richie. Sie haben sich beschwert über Stüpp. Und das Stüpp meint, er sei jetzt von Lucians rechte Hand. Mhm. Und Lucian hat ja gemeint, sei sein Vater. Ja. Also, irgend so etwas habe ich mitbekommen. Ich will mich nicht zu fest irgendwie einmischen. Aber ich höre ziemlich viel. Ich bin ein Freund von Geschichten und ich mag Leute, deswegen kann ich mir auch die Namen ziemlich gut merken. Mhm. Sag ihm, wenn er wieder in meine Bar kommen will, dann soll er einfach das Zeug bezahlen. Am besten fragst du gleich seinen Vater. Ja, ist gut, kann ich machen. Ich weiß nicht, ob der Junge überhaupt arbeitet. Das sah mir nicht danach aus. Ja, gut, das komme ich. Ich werde mir das mal anschauen, was dieses Moos sein könnte. Das Fleisch irritiert mich. Aber ich habe gesagt, die Küche ist zu, weil ich habe langsam auch ein bisschen einen Heißhunger. Leider nur noch. Ich kann dir ein kaltes Sandwich machen. Ja. Aber ich habe den Ofen jetzt ausgemacht. Nein, ich hätte jetzt Lust auf so ein richtig gutes Steak oder so, aber... Tut mir leid, Essen gibt es nur bis um 10. Nein, ist okay. Ich hatte heute Nachmittag Wurst. Viele Würstchen. War lecker. Nein, ist gut, vielen Dank. Vielen Dank, Killian. Ich werde es ihm bringen morgen. Er läuft weiter, er sieht dich und Lia und sagt, oh, ihr seid nicht von hier. Das sehe ich sofort. Braucht ihr ein Zimmer? Einen Moment, ich gehe dann Cha-Cha hinterher. Okay, ja, also ich denke, wir nehmen schon ein Zimmer. Wie viel kostet das? Wir haben verschiedene Zimmerpreise, je nachdem, was für ein Zimmer ihr wollt. Bethema, schau doch mit Ihnen wegen dem Hotel. Okay. Bethema nickt. Ich höre nicht richtig zu, weil ich beobachte, was Irene macht. Mhm. Weil ich sehe so ein bisschen ihren Blick. Bethema fängt an, dir zu erklären, was ein Zimmer kostet. Ja, ich höre nicht zu. Während die Zeit. Ich greife ihn an die Schulter. Hey, Junge. Ja. Warte mal. Hallo? Hi. Hi. Dein Kollege, den du suchst. Ja, Sigi. Was weißt du alles über ihn? Nicht viel. Ich gucke, dass Killy nicht da ist. Er ist nicht wirklich mein Kollege. Ich kenne ihn eigentlich nicht. Sein Vater. Hat er mal seinen Vater erwähnt? Ich habe jetzt seinen Vater gerade... das erste Mal den Namen seines Vaters gehört, dieser Lucian. Aber ich bin nach Sigmund selbst auf der Suche. Ich habe hier seinen Rucksack. Es hat hier so komisches Moos unten drin. Und also unter dem Rucksack dran? Ach so, an der Unterseite. Ich nehme den Rucksack mal zu mir und untersuche mal das Moos. Mhm. Und ich schaue, was sonst noch so drin ist. Hast du Proficiency in Naturkunde? Nein. Dann sagt dir das Moos nicht wirklich was. Du hast das noch nie gesehen. Brauchst du noch Hilfe bei der Suche bei deinem Freund? Ja, es ist nicht mein Freund, aber ja. Sie. Mein Kumpel. Also, kein Kumpel. Aber ja, ich könnte schon Hilfe brauchen. Also ich habe Linus, er ist super. Hallo. Er kann schweben. Ja, aber ist sonst noch etwas im Rucksack drin? Du schaust in den Rucksack rein. Mhm. Im Rucksack drin ist ein blutiges Einpackpapier. Okay. Es hat einen kleinen Dolch drin. Ja. Ganz normalen Dolch. Und das ist schon alles. Ich mach das Papier mal auf einen Tisch oder auf die Bar und mach's mal auf. Einfach blutiges Einpackpapier, muss wohl irgendwas... Aber nur das Papier, ist also nur das Papier selbst. Muss wohl Fleisch drin gewesen sein. Eben, okay. Killian meinte, er hat es weggeworfen. Okay. Es hat noch Spielkarten, das ist auch noch drin. Spielkarten, okay. Ja, die nehme ich zu mir. Und der Dolch, wenn ich ihn mir genauer anschaue, ist es ein Standard. Ganz normaler Dolch. Okay. Nichts Spezielles. Okay. Habe ich gesehen, wie Sie das Moos untersuchen? Du hast ihn dabei zugeschaut, nicht? Die ganze Zeit hast du vorhin gesagt. Also ja, hast du es gesehen. Okay. Kann ich das Moos mal untersuchen? Du bist immer noch am Essen, am anderen Tisch mit Blut und Sven. Okay, kann ich das Moos untersuchen? Du warst nicht an der Bar, du warst am Tisch. Ich hab doch vorher gefragt. Hab ich dich nicht gesehen? Nein, du hast mich nicht gesehen. Du kannst das Moos untersuchen, ich geh rüber, ja. Würfel für eine Naturkunde.
Ich habe 20. 20. Du schaust das ein bisschen an. Das ist definitiv eine Art Pilz. Nachdem du das ein bisschen anschaust, hältst du deine Hand drüber und du siehst, es ist biolumineszierend. Habe ich das richtig ausgesprochen? Biolumineszierend. Ja. Du hast von diesen Pilzen gehört, hast aber noch nie einen selber gesehen. Okay. Wächst definitiv an dunklen, eher feuchten, feuchtwarmen Gebieten. Das ist nicht lustig. Okay. Sauter, sauter Junge. Was sagst du? Ich hab nur gewinnt. Ja, sagt ihr das was? Dieses Moos, es ist eigentlich ist es ein Pilz und es wächst in dunklen und warmen Gebieten, glaube ich. Also ich habe davon gehört. Und ich kenne mich aus mit Pflanzen. Dunkel und warm, wie zum Beispiel eine Kanalisation. Ja, vielleicht. Zum Beispiel? Moment. Moment. Ich glaube, wir haben eine Expertin hier im Raum. Glut! Ja! Du weißt doch Glut, oder? Ja. Okay. Kannst du mal eben kommen? Bitte. Kann ich noch eine Kartoffel? Hatte ich Kartoffeln? Ja. Ja, klar. Ja. Danke. Kennst du das? Ich zeige auf das moosartige Gewächs. Ich weiß nicht, kenne ich das? Würfel auf entweder Geschichte oder Naturkunde. Acht. Acht? Nein, du kommt dir nicht in den Sinn. Du weißt noch, dass du mit diesen Pilzen damals im Unterricht bei der alten Uck ein paar angeschaut hast, aber du wurdest eigentlich viel zu schnell jeweils abgelenkt, zum dir irgendwas merken. Ich glaube, es ist ein Pilz. Okay. Danke. Ich komme dann auch rüber. Aha. Was? Das ist Sigis Rucksack. Wir, Sigi? Ja, ich suche ihn. Okay. Ja, ich werde ihn suchen. Und Kilian hat vorher etwas gesagt von, dass Sigi hier war und etwas gesagt hat wegen der Kanalisation. Ja, das ist Sigi. Ich habe gedacht, da kennst du dich wahrscheinlich gut. Ja, ich wohne da. Okay. Wer ist denn Sigi eigentlich? Ja, das ist eine lange Geschichte. Es ist ein Kobold. Nein, es ist ein Mensch. Oder? Ja, der, soviel du gehört hast, ein Mensch oder vielleicht leicht elfischen Einfluss, okay. Aber okay. Weniger als die Hälfte. Warum suchst du ihn? Ich muss ihn etwas fragen. Über etwas, was mit mir persönlich zu tun hat. Und ja. Sollen wir helfen? Oh ja, ich und Sven helfen auch, nicht wahr? Klar doch. Wir helfen super gern. Ich bin auch dabei. Ich meine, jede große Abenteurergruppe hat mal so angefangen in einer Taverne, oder? Ja. Verstehe ich jetzt auch nicht. Hast du alle Geschichten gehört? Oh ja, ich habe alle Geschichten von Sassi, dem Barden, gehört, ja. Moment schnell. Wie heißt die Abenteuergruppe? Die fünf? Die glorreichen fünf. Die glorreichen. Ja, wahrscheinlich haben auch die glorreichen fünf sich irgendwo in einer Taverne getroffen, oder? Ja, nein, aber so weit müssen wir ja gar nicht denken. Ich wäre sehr froh um Hilfe. Ja, Kanalisation ist jetzt nicht so ein Ort, wo ich sehr gerne hin möchte. Oh, da war ich noch nie. Oh, es ist sehr spannend da. Es gibt so viele Gänge und Wasser und Steine und Dinge. Klingt spannend. Super. Noch ein Bier, bitte. Dinge. Kleine Halbling. Das habe ich auch von der Kanalisation. Oh ja, ja, klar. Bringt ihr das Bier und sagt so, werden wir hingeben. Ihr sprecht von Sigi, ja?
Ja. Ich habe den ein paar Mal gesehen. Er mochte mein Bild, das ich gezeichnet habe, sehr. Und sie zeigt auf ein Bild am anderen Ende des... Ist das Sigi? Was sehe ich auf dem Bild? Auf dem Bild, das sie gemalt hat, die Serviererin, ist ein Meer, das ist ein Sturmmeer und ein heller Vollmond darüber. Sie meint, ja, er mochte das Bild sehr, hat mir gesagt, er würde es mir abkaufen, aber... Es ist ein sehr schönes Bild. Danke. Danke. Nicht zum Verkaufen in diesem Fall? Nein, nein, das habe ich gemalt für den alten Kilian. Ach so. Aber ja, sag ihm einen Gruß von mir. Ich würde mich freuen, ihn wieder mal zu sehen. Ich habe ihn schon Jahre nicht gesehen. Letztes Mal war er ein kleiner Junge, als ich ihn gesehen habe. Kannst du mir sagen, wie er mittlerweile aussieht? Ja, klar. Sigi ist blond. Mhm. Er sieht ziemlich gut aus. Mhm. Er hat so einen ganz, ganz leichten Bart, mehr ein Flaum. Seine Haare eher mittellang, ein bisschen zusammengebunden. Mhm. Er ist ziemlich muskulös. Okay, das ist wirklich sehr hilfreich, weil letztes Mal, als ich ihn gesehen habe, hat er noch keinen Bart und war sehr ein schlaksiger Typ. Ja. Vielen Dank. Was ist dein Name? Oh, Safran. Safran? Ja. Ja, vielen Dank, Safran. Oh, und du wirst es mal weit bringen in der Welt der Zeichen. Dankeschön. Malerei. Ihr seid aber auch ein hervorragender Performer. Oh, danke sehr. Hat mir sehr gefallen. Zeichnen kann ich leider gar nicht. Oh. Jedem das seine. Ja. Jeder hat seine Talente. Genau. Okay. Danke, Safran. Danke. Geht wieder. Gut, wir haben eine Beschreibung von Sigi, das ist gut. Ich trinke weiter mein Bier. Aber dieser Sigi, ist der gut oder böse? Die Welt ist ein bisschen komplizierter als gut und böse. Das stimmt. Ich kenne ihn nicht gut. Wenn sicher viele Leute, die du treffen würdest, würden sagen, er sei böse. Was hat er denn gemacht? Das weiß ich nicht. Es ist nicht, was er gemacht hat, sondern was er ist, was die Leute interessiert. Was ist er denn? Komm, sag schon. Guck schon aus, Alter. Er ist ein Monster, soweit ich weiß. Du unterbrichst mich, wenn ich irgendetwas... Ja. Habt ihr schon mal von einem Werwolf-Fluch gehört? Haben wir? Ich hätte jetzt gesagt, definitiv würfel mal auf Geschichte, würfel auf Geschichte. Ihr zwei nicht. Du auch auf Geschichte. Sechs. Neun. Zwei. Ja, also. Ein wer was? Es ist ein Fluch, das Leute betrifft, die gebissen werden. Und diese Leute verwandeln sich dann jeden Vollmond im Mondlicht in eine Bestie. Ein halb Mensch, halb Wolf. Sehr stark. Nicht gut Kirschen essen mit diesen Werwölfen. Und ich bin auf der Suche nach diesen, um mehr über sie zu erfahren und über sie aufzuschreiben. Bist du auch ein Werwolf? Nein, ich nicht, aber ich interessiere mich sehr dafür. Das ist ja auch mega spannend. Das ist es. Aber dann würde ich sagen, dann ist eher die Person böse, die Sigmund Sigi verflucht hat. Weil verfluchen ist schlecht. Das stimmt, aber auch diese Person wird das... Es gibt natürlich unterschiedliche Arten von Menschen, aber normalerweise, von dem, was ich gehört habe, wenn man in Werwolfform ist, kann man sich selber nicht kontrollieren. Und wenn man sich nicht kontrolliert, dann können grausame Dinge passieren.
Gut, dann müssen wir ihn also finden und... Lea, als deine Augen nochmal auf das Bild treffen mit dem Vollmond, stellen sich deine Nackenhaare auf. Okay. Irgendein ungutes Gefühl. Bei dem Bild mit dem Meer und dem Vollmond. Du kannst nicht genau sagen, was es ist. Ich kann nicht genau sagen, was es ist. Okay, kann ich sonst etwas wahrnehmen? Vielleicht? Was willst du wahrnehmen? Kann ich... Ja, das ist schwierig. Kann ich sehen, ob irgendeine versteckte Botschaft in dem Bild ist oder um das Bild? So. Gehst du zum Bild und schaust es dir genau an? Ja, kann ich es auch anfassen vielleicht? Oder vielleicht ein bisschen... Ich schaue es mir genau an. Ja, schau dir das Bild genau an. Würfel Nachforschung. Fünfzehn. Du schaust das Bild an, es hat einen Holzrand und du siehst, nachdem du das Bild ein bisschen anschaust, unten eingeritzt in den Bildrand sind ein paar Wortzeilen in Elvisch. Du schaust es dir genau an und du liest: Nächtlicher Bruder, reich mir die Hand, auf das dein Licht die Schatten niederringt. Niederzehrt, sorry. Mhm. Nächtlicher Bruder, reich mir die Hand, auf das dein Licht die Schatten niederzehrt. An deine Himmelsbahn gebannt erwarte ich, dass du heute wiederkehrst. Okay. Ich sage, was ich gelesen habe, ich sage es allen. Ja, das klingt, als könnte sich hier jemand identifizieren. Würfel auf Geschichte. Irgendetwas über diese Zeilen kommt dir in den Sinn, aber du kannst nicht genau sagen, was. Für einen kurzen Moment bist du in deinem Gedankenpalast und schaust dir die Notizen an, die herumliegen. Und du siehst Mai heißt sie, richtig? Nein. Mhm. Die dort sitzt, regungslos. Und du suchst dort durch die Notizen, aber du findest die Information nicht, die du suchst. Also bin ich jetzt noch in der Gedanken? Nein, nur für einen kurzen Moment. Ach so, okay. Du kannst jederzeit rein und wieder raus. Ah, okay. Irgendwie sagt mir das. Mai, hilf mir, Mai. Ich verwerfe den Gedanken. Wahrscheinlich bilde ich es mir nur ein. Okay. Gut. Wissen wir, was jetzt für ein Mond ist draußen? Es ist der... Ich habe das ganz am Anfang kurz erwähnt. Zweite Tristan im Monat Sturm. Der zweite Tristan im Monat Sturm, das heißt in 7 Tagen. In 7 Tagen ist Vollmond. Ja. Oder? Ich muss kurz meine. In 7 Tagen werden wir sterben. Ach, das kenne ich schon. Da habe ich ja die Zeitrechnung. Stell dich hinten an. Richtig, ja. Es ist Tressan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mit diesem Tag wären es sogar 8. Aber an jeden dritten Tundor des Monats, das wäre das Äquivalent zum Montag, ist Vollmond. Genau, die Wochen haben 10 Tage und immer 3 Wochen jeder Monat. Es ist mir viel zu ernst geworden in dieser Taverne. Kann sonst noch jemand ein bisschen Musik vertragen? Ich könnte auch mal so einen. Gönn dir. Ich gönn mal in die Bar. Nicht so viel. Noch meins, bitte. Klar, bei Thema füllt es dir auf. Das macht noch mal 5 Kupfer. Ich soll auch noch 5 nehmen. Ja. Auf der Bühne spielt jemand im Moment? Im Moment ist gerade niemand auf der Bühne. Dann nehme ich mir einen Stuhl, gehe auf die Bühne und fange einfach ein fröhliches Lied. Also es ist nicht ein auf den Tisch tanzen Lied, aber es ist ein fröhliches Lied, einfach für im Hintergrund für alle zu spielen. Okay. Linus nimmt die Flöte hervor und probiert mitzuspielen. Okay, Performance.
heißt Auftreten auf Deutsch. Deutsch. Performance. 20. Oh. 13. Okay, die Leier spielt großartig. Die Flöte trifft die meisten Töne, wenn auch nicht ganz alle. Und ein paar Leute inzwischen durch ist dann, Das gehört dazu. Das ist Jazz. Smooth Jazz. Smooth. Nice. Der Rest von euch, ist sich noch ein Besprechen? Ich nehme Quentin aus meiner Kapuze und lasse ihn von meiner einen Hand in die andere springen. Sie hat ein kleines Eichhörnchen, das zwei Augen hat, die in verschiedene Richtungen schaut. Und Quentin hat... Es ist ein bisschen dumm, aber er kann schon von der einen in die andere Hand springen und zurück. Oh, wow! Möchtest du ihn halten? Er schafft es. Ja, das ist Quentin. Du musst ganz sanft sein. Er ist ein bisschen blöd und du kannst ihn nicht fallen lassen. Aber du kannst ihn streichen. Er springt in deine Hände rüber und fängt dann an, deinen Arm hochzurauchen. Oh, wow! Und auf den Kopf, dann auf den Kopf. Das habe ich ja noch nie gesehen. Was ist das denn? Er ist ganz nett. Soll ich ihn wegnehmen? Nein. Ja? Das ist das Eichhörnchengeräusch. Dankeschön. Springt ihn wieder. Hast du den? Ich habe ihn gefunden. Der ist als Baby vom Baum gefallen. Und dann habe ich ihn gefunden. Und es war so traurig. Da habe ich ihn nach Hause genommen. Und ich habe ihn gefüttert. Und dann habe ich gemerkt, dass er ein bisschen dumm ist. Und dann habe ich ihn gehalten. Vielleicht, weil er vom Baum gefallen ist. Wahrscheinlich, ja. Wahrscheinlich vielleicht deswegen. Ist er vom Baum gefallen, weil er dumm ist? Was war es hier? Das Ei oder das Huhn? Oder was? Der Baum oder die Dummheit? Auf jeden Fall lebt er jetzt mit mir. Meistens schläft er hier, unter meinen Haaren oder in meiner Kapuze. Oh, wow. Ja. Das hat es in Linus Zeiten, der kommt auch von oben. Also, wenn er fertig gespielt hat. Ich schaue zu Linus und lächle. Kilian schaut euch ebenfalls zu, von der Bar aus und ist ziemlich begeistert. Ein paar weitere Leute fangen an zu leicht zu tanzen, so ein bisschen in eine Richtung eines Walzers. Bernd ist betrunken und eingeschlafen. Und nun die Drachenherzritterin. Oh. Und dann spiele ich die Drachenherzritterin. Eine etwas fröhliche Ballade mit einem leicht melancholischen Abgang am Ende, wo der Tod des Drachen besungen wird. Oh, glutzig mit. Vom Tisch aus. Dürfen wir auch einen Auftreten. Oh nein. Check. Kennt ihr den Text? Ja, sicher. Das ist das Erste, was ich gut... Klar. Ah, ja. Oh nein. Mann, ich bin kein Sänger. Auftreten. Eine solide Siege. Wie hört sich das an? Und sie kam! Und sie kämpfte! Und kämpfte! Und der Drache wie! Okay. Und ich glaube, an dem Ort ist gerade gut, wenn wir hier eine Unterbrechung machen. Ja. Ja. Interessante Auftritte. Unglaublich, was du warst. Ja, was? Double Props. Ich muss sagen, wir haben uns natürlich dazu vorbereitet, aber ich habe nicht gewusst, dass er das Ding auspackt. Ja. Also. Ja. Ich wusste, dass du es dabei hast, dass irgendwann mal, aber nicht für die ganze Präsentation, ein ganzes Lied, vielleicht echt. Ja, okay. Ich bin auch Sparte, da werden noch ein paar Winterkommen. Und deine Puppenperformance. Ja. Das war auch geil. Na cool, ja. Gut. Sehr cool. Dann, danke fürs Zuschauen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Hier bei uns, den Dysons. Yeah.